Schönen guten Tag, liebe Seherinnen und Hörer des YouTube-Kanals der Zeitschrift International. Hier spricht wieder Fritz Edlinger. Es ist heute Freitag, der 1. März. Ich sage das bewusst, weil ich dann noch kurz auf dramatische Ereignisse des gestrigen Tages eingehen werde, weil das mit unserem heutigen Gesprächsthema sehr eng verbunden ist. Ich begrüße im Übrigen Norman Pech auf der Vis-à-vis-Seite in Norddeutschland. Lieber Norman, schon Lieber lange nicht Fritz, schöne gesehen. Grüße aus Hamburg nach Wien. Wunderbar. Es erübrigt sich Norman Pech, unseren Seherinnen und Hörern vorzustellen. Er ist nicht nur ein jahrzehntelanger, verschweigen wir, wie viele Jahrzehnte alter Freund von mir. Er ist ein pensionierter Hochschulprofessor aus Hamburg, Jurist, Völkerrechtler, und er hat eine Leidenschaft gemeinsam mit wir sind beide seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten sehr engagiert in Palästina und für das palästinensische Volk. Und das ist genau das heutige Thema. Wir wollen uns heute mit der südafrikanischen Klage beim Internationalen Gerichtshof gegen Israel, und zwar die Klage, um festzustellen, ob Israel mit seinen militärischen Aktionen in Gaza Völkerrecht bricht und Genozid veranlasst und durchführt. Es war am 26. Jänner, war ja eine Beschlussfassung des Internationalen Gerichtshofes, wo man diese Klage Südafrikas angenommen hat und im Wesentlichen schon erste Maßnahmen, die von den Konfliktparteien und anderen zu verfolgen sind, angeordnet hat und zusätzlich Israel einen Monat Frist gegeben hat, darauf Stellung zu nehmen und bis zum 26. Februar eben Bericht zu geben, was sie denn nun alles in Gaza getan haben oder unterlassen haben. Dieser Bericht ist eingelangt worden, soweit ich recherchiert habe, einen Tag verspätet, am 27. Februar. Mir sind persönlich keine genaueren Inhalte bekannt. Ich habe auch im Netz keine schriftliche Fassung davon gefunden. Was man allerdings gefunden hat, sind also eine Reihe von Stellungnahmen von Organisationen, die eigentlich wissen müssten, was sie sagen. Ich zitiere nur zwei. Human Rights Watch hat einen langen Bericht gegeben, der titelt sich mit Israel hält sich nicht an Anordnung des Internationalen Gerichtshofs im Völkermordfall. Und Amnesty, ähnlich, Israel missachtet IGH-Urteil zur Verhinderung von Völkermord. Also ich nehme an, diese beiden Organisationen haben das genau studiert und wissen, wovon sie sprechen. Daher an dich als Völkerrechtler und als Insider, was sagst du zu der momentanen Situation? Jetzt nicht im Gaza, sondern einmal zu dem Verfahren beim Internationalen Gerichtshof. Ja, ein großes Thema. Um von hinten anzufangen, jetzt liegt die Stellungnahme da, das ist wohl eindeutig vollkommen unzureichend auf das antwortet, was der Internationale Gerichtshof von Israel verlangt hat. Festzustellen ist einerseits, dass er nicht verlangt hat, das erste Petentum, was Südafrika gewollt hat, nämlich Waffenstillstand, das Schweigen der Waffen.
Das ist das Wesentliche daran. Dann hat es aber eine Reihe von Maßnahmen dann verlangt, dass die Zivilisten besser geschützt werden, dass es humanitäre Hilfe gibt, dass es nicht mehr Handlungen gibt, die hin zu einem Völkermord führen und so weiter. Gleichgültig, was in diesem Bericht nun steht, der mir auch nicht vorliegt, die Handlungen, die bisher gewesen sind und die Meldungen, die wir aktuell aus dem Gazastreifen haben, sprechen natürlich eine ganz andere Sprache. Da gibt es gar nichts, was in irgendeiner Weise übereinstimmt mit dem, was der IGH gefordert hat, sondern das ist eine grobe Verletzung all dessen, was er gefordert hat. Dabei muss man sagen, die Forderungen des Internationalen Gerichtshofs, würden sie wirklich erfüllt, dann müssten sowieso die Waffen schweigen. Die Waffen haben nicht geschwiegen. Und es ist in der Zwischenzeit ja auch ein weiterer Antrag Südafrikas beim IGH eingegangen, der nämlich sagt, Stopp einer Vorgehens, einer Offensive gegen Gaza. Die wird aber nach wie vor vorbereitet. Und wie das in der israelischen Armeeführung so ist, sie tröpfelt so allmählich, sie wird sozusagen langsam infiltriert. Das heißt, das ist nicht plötzlich ein großer, sozusagen, ja, großes Ereignis, sondern langsam werden alle Möglichkeiten der militärischen Angriffe erprobt. Das sind nach wie vor Bombardierungen. Das sind auch mit Handfeuerwaffen, das sind nach wie vor auch Sprengung von Tunneln und so weiter. Das heißt, diese Offensive gegen Gaza, die läuft eigentlich schon. Das heißt, das, was eigentlich der Internationale Gerichtshof nach damals, 26. Februar, 140 Tagen Kriegsführung schon am Tage war, er hätte das voraussehen müssen, dass Israel auch dann, wenn es nicht verfügt wird, die Waffen wirklich schweigen zu lassen, dass das dann so weitergeht. Und wie es gewesen ist, so ist es leider auch weitergegangen. Naja, es war ja interessant, weil die erste Reaktion von Israel war ja, dass sie diese ganze Klage und den ganzen Prozess der Untersuchung, ist es nun ein Genozid oder nicht, abgelehnt hat als nicht legitim, unberechtigt. Dort. Und es hat in Wirklichkeit ja eigentlich nur drei Länder gegeben, die auch Mitglied beim Internationalen Gerichtshof sind, die mehr oder minder diese Klage unterstützt haben. Das war Israel selbst, das war die USA, Nonas würde man in Wien sagen, und auch Ungarn. Es haben einige Länder im Übrigen, weil du ja ein deutscher Staatsbürger, ehemaliger Politiker bist, es hat ja eine Zeit lang offensichtlich auch in Deutschland Überlegungen gegeben, ob man quasi die Position Israels im Strafgerichtshof unterstützen sollte. Das ist dann offensichtlich formell nicht geschehen, sodass es eigentlich eine unglaublich große Anzahl von Staaten gegeben hat, die die Klage unterstützt haben und in Wirklichkeit nur drei außer, also nur zwei außer dem Angeklagten, die das in irgendeiner Weise auch unterstützt haben, nämlich die Position, dass das illegitim sei. Wie waren denn so die Abläufe bei den Untersuchungen, bei den Präsentationen, bei den Diskussionen, hast du da irgendwelche genauere Einblicke oder ich habe mir die Videos, die vielen nicht ehrlich gesagt angesehen, aber wie ist das dort so verlaufen eigentlich? Gut, die internen Beratungen dieses Gremiums, da habe ich auch nicht reingeschaut. Es hat auch keinen Whistleblower gegeben, das hätte ich sehr, sehr gerne gehört, denn es sind doch einige Fragen bei dem ganzen Verfahren, letzten Endes, beziehungsweise bei dem, was rausgekommen sind, stellen sich mir doch. Wir haben das mitbekommen.
Die Präsentation der Südafrikaner war meines Erachtens außerordentlich eindrucksvoll. Und zwar nicht nur wegen der Fülle der Fakten und der Grausamkeit und dessen, was dort vorgetragen wird, was wir im Einzelnen eigentlich alles so kannten. Aber als es dann zusammengepackt wurde in solch einer Anklage, dann hat es mich fast sprachlos gemacht. Und es wurde sehr brillant, sehr, sehr konzis und sehr professionell vorgetragen. Demgegenüber hatte Israel eigentlich auch gar keine Position zu markieren. Es konnte eigentlich eben dann nur mit diesen Invektiven, dass sie sagten, naja, das ist absurd, das ist also auch wiederum mal antisemitisch. Und vor allen Dingen haben sie dann die Südafrikaner beschuldigt, doch der juristische Arm der einer Terrororganisation zu sein. Darüber hinaus konnten sie gegen diese Fakten nichts einwenden. Das Einzige, was sie dann getan haben, dass sie immer gesagt haben, ja, das wäre nicht so abgelaufen, diese ganzen Kollateralschäden, wenn nicht die Hamas sozusagen ihre Bevölkerung als Schutzschilde benutzt haben. Das Zweite ist ihr ewiges Argument Verteidigung. Und dieses, das muss man nun sagen, dieses Argument hat der Internationale Gerichtshof den Israelis eigentlich aus der Hand genommen. Sie haben anerkannt, dass es ein Verteidigungsrecht gibt, was in der völkerrechtlichen Literatur bei einer Besatzungsmacht auch immer etwas umstritten ist. Aber lassen wir das einmal. Das, was Sie aber dann gesagt haben, was dieser Krieg dann bewirkte und wie er ausgeführt wurde, hatte mit Verteidigung nichts mehr zu tun. Das war Vergeltung, das war Rache und dieses ist etwas, was weit über das hinausgeht, was man nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, ein zwar schwammiger, aber sehr häufig benutzter Begriff im Völkerrecht, eigentlich darüber hinausgeht. Also, man muss schon sagen, dieses Urteil hat der israelischen Regierung ihr ständiges sozusagen bestehen darauf, dass sie die Opfer sind eines Krieges oder so, aus der Hand genommen. Es hat dieses Argument beseitigt. Es hat das Argument beseitigt, dass das alles noch Verteidigung ist. Auch das. Und es hat im Wesentlichen bestätigt, obwohl das erst noch geprüft wird, dass der Vorwurf eines Völkermords durchaus berechtigt ist. Dass es dort Anhaltspunkte gibt, die das plausibel machen. Wir werden, da hast du auch schon darauf hingewiesen, wahrscheinlich Jahre noch brauchen, ehe dieses Urteil dann wirklich zu diesem Ergebnis kommt. Das ist aber auch nebensächlich. Das, und da muss ich das Gericht kritisieren, wenn sie schon ein solches Szenario, welches die Südafrikaner aufgebaut haben, akzeptieren als plausibel, dann hätten sie nichts anderes als Stopp der Waffen verfügen dürfen. Wie es zu diesem Kompromiss gekommen ist, das weiß ich nicht. Und worüber ich eigentlich besonders enttäuscht bin, dass es auch keinen der Richter oder der Richterinnen gegeben hat, die ein Minderheitsvotum. Es hat fünf Erklärungen gegeben. Ein Minderheitsvotum von der Richterin aus Uganda, die aber auf der Seite Israels war. Nein, es hat kein Minderheitsvotum gesagt, hier müssen wir das Schweigen der Waffen, so wie es Südafrika gewollt hat, auch verfügen. Wie das zustande gekommen ist, das weiß ich nicht. Aber das ist meines Erachtens das große Defizit dieses Urteils. Und wir sehen, dass Erfolg ist oder sozusagen der Misserfolg dieses Urteils, den sehen wir jetzt für die Bevölkerung im Gaza, die nach wie vor also einer rollenden Kriegsmaschine unterwerfen wird. Naja, ich habe vorhin ja das heutige Datum bewusst auch deswegen genannt, weil wir oder die Menschen in Gaza in erster Linie ja gestern Opfer des dramatischen Höhepunktes seit dem 8. Oktober war, nämlich dieser
Man spricht von weit mehr als 100 Getöteten infolge eines Konfliktes um die Entladung oder Stürmung von LKWs, die irgendwelche Hilfsmittel, Lebensmittel in den Gazastreifen gebracht haben, wo offensichtlich dann es gibt dazu ja schon Videos, wo es so dann israelische Offizielle gemeint haben, irgendwelche Demonstranten seien den israelischen Soldaten zu nahe gekommen und daraufhin haben die einen Schießbefehl bekommen oder haben sich den selbst gegeben und am Ende waren fast 110 Leute tot. Und es gibt eine unglaubliche Erklärung dazu. Ich werde mir erlauben, das mit dem Newsletter, mit dem wir auch dieses Video ankündigen, mit auszuschicken. Es gibt eine Erklärung von Ben Gvir, dem israelischen Sicherheitsminister, der mehr oder minder, also im Englischen ist das, ich werde das im Middle East Monitor, ich werde das mitschicken, titelt man National Security Minister Hails Israel Soldiers Killing of Over 100 Civilians Waiting Aid for in Gaza. Das war also der absolute Höhepunkt quasi in einem mehr als 100 Tote. Wenn man im Übrigen die Statistiken der UNO, die ja täglich vorgelegt werden, liest, sind das eigentlich seit diesem 8. Oktober sind das pro Tag mehr als 200 Getötete, weil wir halten inzwischen ja bei über 30.000 Getötete, Ermordete, Palästinenser darunter, 70% Kinder und Frauen. Also wenn das kein Genozid ist, was ist dann ein Genozid, würde man jetzt als Laie sagen. Ja, gut, dass du das darauf hingewiesen hast. Dieses furchtbare Ereignis, was jetzt im Augenblick auch die Presse und die Medien beschäftigt, ist im Grunde nur die Fortsetzung dessen, was es bisher immer gegeben hat, seit dem 8. Oktober. Ich erinnere mich, UN OCHA, also die Organisation der UN, hat zum Teil von Toten über 300 pro Tag berichtet. Nur das ist nicht so in die Presse gekommen. Das ist auch nicht so gesehen worden, weil das offensichtlich Opfer von Raketen waren, die dann aus den Trümmern irgendwie geborgen werden mussten. Hier war das etwas, was auch seine Vorgeschichte hat, nämlich im Dezember 2023 hat Human Rights schon davon gesprochen, dass Israel Hunger als Waffe, Kriegswaffe einsetzt. Und das ist bis heute so gewesen. Und insofern war das, was im Augenblick so als Panik bei der Verteilung der mageren Güter bezeichnet wird, natürlich vorauszusehen. Das ist, wenn irgendetwas von den Waren, die dort seit jetzt Monaten fehlen, ankommt, dann streiten sich die Menschen darum. Dann gibt es also kein geordnetes Schlangestehen mehr, sondern dann stürzen sich die da drauf und dann kommt es zu Problemen und es ist vollkommen unglaubwürdig. Die einzigen, die in diesem Umkreis Waffen haben, sind die Israelis. Und man weiß, sie benutzen sie und ich bin gespannt, was da herauskommt. Nehmen wir es insgesamt. Die ganzen Tage seit dem 8. Oktober sind täglich gefüllt, nicht nur von Toten, von Zerstörung, sondern von grausamen Szenarien, wo die Kinder, wo die Menschen in der Luft zerrissen werden von den Granaten, ob das nun durch einzelne Soldaten sind oder das durch Drohnenbeschuss oder durch Raketenbeschuss, ist vollkommen gleichgültig. Das ist eine Szenerie, die, wie du auch richtig sagtest, ein Völkermordsszenerie ist. Und dieses ist etwas auch für die Diskussion, auch gerade aus Deutschland, was ich vielleicht hinzufügen kann. Auch heute noch ist es außerordentlich verpönt, fast tabuisiert, in diesem Fall von Völkermord zu sprechen. Obwohl die südafrikanische Regierung ein
sozusagen 84-seitiges Folium vorgelegt hat, in der das im Einzelnen nachgewiesen wird und der internationale Gerichtshof gesagt hat, es ist absolut plausibel, dass es das war. Also sollte man sich auch hier daran nicht nur gewöhnen oder daran auch halten, dass das ein Völkermord ist, sondern auch dementsprechend halten mit den Maßnahmen gegenüber Israel. Und nicht nur, dass man dort hin und wieder sagt, ja, hier müssen humanitäre Maßnahmen eingegriffen werden. Es ist doch vollkommen unverständlich, bei einem Völkermord von humanitären Maßnahmen oder auch, wie es jetzt im Fernsehen bei uns heißt, der außenpolitische Sprecher der SPD, der spricht von Waffenpausen. Nein, nicht Pause, sondern hier müssen die Waffen schweigen. Und da muss gefälligst auf jeden Fall nicht nur die USA, sondern natürlich auch die Bundesregierung wirklich teilhaben. Naja, aber das erinnert mich daran, ich war ja sehr fast überrascht und habe also gleich mein Lob ausgesprochen. Vor 2 Tagen hat das Europäische Parlament mit haarscharfer Mehrheit, muss man sagen, also nur wenige Stimmen, dies eine sofortige Waffenruhe verlangt. Das ist insofern bemerkenswert, weil auch auf gesamteuropäischer Ebene, nicht nur bei euch in Deutschland und bei uns in Österreich und sonst wo, gerade diese Frage Waffenstillstand, humanitäre oder wie immer man das dann benannt hat, war ja tatsächlich ein Tabu. Und insofern, man soll manchmal auch etwas loben, auch wenn es viel zu spät und zu ambivalent daherkommt, aber es war immerhin etwas. Ich glaube, mit 10 Stimmen Mehrheit hat eben das Europaparlament vor 2 Tagen einen sofortigen Waffenstillstand verlangt. Das ist immerhin schon eine Kleinigkeit. Es ist zu hoffen, dass die Regierungen, dass erstens die Europäische Kommission und die Regierungen der einzelnen Mitgliedstaaten ein bisschen nachziehen, weil das war auch diese gestrige Geschichte. Es war vor wenigen Tagen, war im Netz ein kurzer Videobericht über die unübersehbare Menge an LKWs, die auf der ägyptischen Seite von Rafah geparkt in der Wüste sind und warten darauf, dass die Israelis den Balken hochheben. Also das ist ja tatsächlich auch eine ganz massive Waffe in diesem Krieg, in diesem genozidalen Krieg, dass man die Leute einfach halt von Lebensmitteln, von Medikamenten, von Energie, von allen lebensnotwendigen Gütern abschneidet. Vollkommen richtig ist, man ging davon aus, nach dem 26.01., nach dem Urteil, dass täglich 500 Lastwagen in den Gazastreifen notwendig wären, um wirklich die nötigsten Bedürfnisse dieser Bevölkerung zu befriedigen. Jetzt kommen ab und zu mal 85. Ja. Und nicht nur das, sondern es ist immer wieder, wird davon gesprochen, nein, da gibt es Hindernisse. Man muss sich wohl auch das Territorium dort ansehen. Das ist vollkommen durchgepflügt durch die Panzer, die dort herumgehen. Das ist für normale Lastkraftwagen, die können gar nicht mehr in den Norden gehen. Das heißt, selbst wenn diese 85 Lastwagen im Süden sind und dort es schon zur Panik kommt, in den Norden kommen sie gar nicht mehr. Über den Norden sprechen wir gar nicht mehr, obwohl das ist eine absolute Trümmerwüste. Aber dort leben immer noch Menschen, aber dahin kommen auch das nicht mehr. Das Ganze ist also eine totale Katastrophe, wie wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich nirgends mehr erlebt haben. Ich erinnere mich sehr gut noch an die Fotos aus dem Vietnamkrieg. Aber was ich hier sehe und was ich hier höre, das übersteigt das bei Weitem und das sehenden Auges. Und nach wie vor werden Waffen geliefert. Es werden Waffen aus den USA. Und zwar werden die geliefert, meistens über den Weg über Zypern, Akrotiri. Von dort starten die Schiffe und von dort starten die Flugzeuge und beliefern
Israel immer noch mit Waffen, die sie einsetzen können. Und wie ich jetzt auch gehört habe, Pistorius hatte ja glaube ich, im Herbst war das auf einer Sitzung, auch die Lieferung von Drohnen, Heron TP, hat er versprochen. Die sind geliefert worden und im Januar schon Al Jazeera hat gesagt, ja, die sind auch alle im Einsatz. Das heißt, die Waffenlieferungen auf der anderen Seite, die sind immer noch, selbst wenn man darüber klagt, dass einem die Munition ausgeht. Aber das ist offensichtlich kein so großes Problem wie mit den Hilfsgütern, die vorhanden sind, aber nicht hineinkommen. Das ist die Aufgabe, die diese Regierung, USA, aber auch die EU jetzt haben. Da genügt es nicht, dass man mit knapper Mehrheit von 10 Stimmen dort sagt, Waffenstillstand und Stillstand der Waffen, sondern da müsste die Kommission sich jetzt aber auch sehr bemühen, die Staaten dazu veranlassen, hier nicht nur den Palästinensern zu helfen, sondern Israel auf den Weg des Völkerrechts und auf den Weg des Friedens zu bringen und zu zwingen. Naja, das erinnert mich an eine Episode vor wenigen Wochen, wo ja der Josep Borrell, also der quasi der Außenminister der EU, irgendwann einmal über Wochenende darüber nachgedacht hat, dass man ja eigentlich den Paragraph 2 des Assoziationsabkommens zwischen Israel und der EU sich ansehen könnte. Wir wissen, was der Paragraph 2 bedeutet. Der sagt nämlich, dass die beiden Partner, also die EU und Israel, Menschenrechte einhalten müssen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es einen späteren Paragraphen, der vorsieht, dass in einer Frist von 6 Monaten dieser Assoziationsvertrag gekündigt werden kann. Das hat Josep Borrell offensichtlich in einem Anfall von Klarheit einmal kurz nachgedacht. Er wurde dann am Montag offensichtlich in Brüssel gefragt, ob er wahnsinnig ist, weil er hat das dann schon wieder vergessen. Das heißt, die EU ist eigentlich ein Komplize und nicht nur ein Komplize, sondern manche der EU-Staaten sind aktive Beitragleistende, obwohl sie in Wirklichkeit Möglichkeiten hätten, sie könnten schon ausgestiegen sein bald. Also da ist schon ein hohes Maß an Doppelmoral in Brüssel, in Straßburg und auch in anderen Städten Europas vorhanden und nicht nur in Washington. Ja. Vollkommen richtig. Das ist der Artikel 82 des Assoziationsabkommens, da die Kündigungsmöglichkeiten schon bestehen. Und zwar in Artikel 2 besteht eben, dass das gemeinsame Basis dieses Handelsassoziationsabkommens eben die Menschenrechte sind. Und wer das nicht hält, dann ist dafür der 82 vorgesehen. Das kann man überprüfen und dann kann man das auch kündigen. Das ist seit Jahren im Gespräch, aber man ist nie daran gekommen. Und es ist auch so, dass ja die ganzen Handelsbeziehungen, sonst auch die USA, Deutschlands, alle sind sie dabei, nach wie vor, wenn man sich der sozusagen Konfrontation gegenüber Russland dem gegenübersteht. Das ist also hier nach wie vor, Olaf Scholz sagt, unser Platz ist an der Seite Israels. Das ist sozusagen rhetorisch gut gesagt. Aber handlungsmäßig würde das ja doch bedeuten, an der Seite Israels zu stehen, zu sagen, Israel halte das Völkerrecht ein. Dieser Krieg ist gegen das Völkerrecht. Das können wir nicht machen und dementsprechend dann auch zu handeln. Es ist immer leicht, in Talkshows oder auch in sozusagen sonstigen ernsthaften Erklärungen alles darauf zu verweisen. Aber was ich vermisse oder was wir vermissen, ist ja doch eben das Handlung danach. Es folgt nichts daraus. Alle Erklärungen von beiden, dass doch ein Waffenstillstand jetzt notwendig sei, Guterres, dass es notwendig sei,
In Deutschland hört man das nicht. Dort hört man nur eine Waffenpause, nach der es dann wieder der Krieg losgeht. Alles das ist letzten Endes nur, wie man so schön sagt, Window Dressing. Man gibt es der Presse, die es zitiert, aber dahinter steckt nichts an aktiver Politik. Ja, das ist sozusagen genau. Die Doppelmoral, auf die du hingewiesen hast, ja. So ist es leider. Naja, also wir könnten jetzt noch stundenlang darüber reden. Es gibt jede Menge von Beispielen und von Einzelfällen. Nur um zu einem vorläufigen Resümee zu kommen, eigentlich kann man eigentlich kaum optimistisch sein, weil die handelnden Personen, Netanyahu hat das ganz klar nicht einmal, schon mehrfach gesagt, er hat also die Stirn dem amerikanischen Präsidenten auszurichten, wir machen das, was wir für richtig halten und nicht, was du uns vorschlägst. Das heißt, eigentlich kann man, was macht man mit meinem unerziehbaren Kind? Nein, die Frage müssen wir uns natürlich stellen, was machen wir? Ja. Was macht man das unerzogene Kind? Und wie so oft ist es dann, dass man zu Gericht geht. Das ist der große Verdienst von Südafrika, ja, dass sie diesen Weg gegangen sind, den kein anderer Staat sonst gewagt hat. Und Südafrika ist allmählich ein Schwergewicht in der Welt und hat es auch dadurch fertiggebracht, dass jetzt festgestellt worden ist, die ganze Rolle, die Israel bisher gespielt hat, als Opfer eigentlich von Aggression zu sein, nein, die ist falsch. Dann gibt es auch Einzelne. In den USA hat es eine Klage gegeben gegen Biden wegen Beihilfe zum Völkermord. Das ist dort vor dem Distriktgericht lange verhandelt worden und man hat gemerkt, der Richter war durchaus überzeugt davon, dass dieses ein Völkermord ist. Dem kam natürlich auch der IGH zu, das Urteil kam dazu Pass. Aber er konnte nicht, beziehungsweise er hat ein Schlupfloch benutzt und hat es zu einer political question, das heißt zu einer politischen Angelegenheit deklariert, die die Regierung vor den Gerichten schützt. Dann sagt er, ich kann leider nicht, was ich machen wollte. Jetzt gibt es auch in Deutschland eine Strafanzeige. Eine Reihe von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten hat eine sehr gut formulierte und fundierte Strafanzeige wegen Beihilfe der Bundesregierung zu diesem Völkermord. Und zwar einerseits der Bewilligung von Waffen. Im Jahre 23 sind über 300 Millionen Euro für Waffen bewilligt worden. Seit dem 7. Oktober kamen über 300 Millionen Anträge noch hinzu. Davon sind auch sind bisher fast 200 auch bewilligt worden. Das heißt, einerseits durch Waffen, aber dann auch durch politische Assistenz. Denn wenn wir uns die Erklärungen aller europäischen Länder einmal wirklich anschauen, so ist das eine außerordentlich weichgespülte Kritik an Israel. Man möchte dort nicht durchgreifen. Das heißt, die Zivilgesellschaft ist eigentlich schon dabei und unterstützt auch von der Klage Israel, Südafrikas, um dort einzugreifen. Es ist nur bisher kein Durchbruch gelungen. Das heißt, auch für uns ist das noch immer eine Aufgabe, uns dagegen zu stellen, was dort ja uns jeden Tag durch das Fernsehen in unsere Wohnzimmer gespielt wird. Gut, also ich würde vorschlagen, belassen wir es dabei, so dramatisch das alles ist, aber wie du es gesagt hast, wir beide und auch dieses Medium, wir sind eine Zeitschrift, wir sind ja Teil dieser Zivilgesellschaft und es wird uns nichts anderes übrig bleiben,
als auf allen Ebenen, wo es möglich ist, unseren Volksvertretern als Zivilgesellschaft auf die Finger oder auf sonstige Körperteile zu klopfen und zu hoffen, dass allalong irgendwie doch man da und dort einen korrekten Richter, korrekte Journalisten findet. Tatsächlich ist halt die Lobby auf der anderen Seite nicht nur sehr aktiv, sie ist sehr machtvoll, sie ist sehr einflussreich und du bist halt sehr schnell diffamiert, wie wir beide ja wissen. Du bist sehr schnell als Antisemit diffamiert und damit bist du ja dann schon in der Nähe des Strafrechts und wirst entsprechend verurteilt. Und damit wird zugedeckt, was täglich an wirklichen, realen Verbrechen in Gaza begangen wird. Ja, ich würde vorschlagen, belassen wir es dabei. Es wird sicher nicht unser letztes Gespräch auch zu diesem Thema sein, weil halt bis nicht in Israel eine Wahl stattgefunden hat, die eine andere Regierung bringt, wobei die Hoffnung auf eine andere Regierung in Israel, die einen wesentlichen radikalen Regierungswechsel dann nach sich ziehen würde, ja nicht allzu fundiert ist, weil es gab ja schon andere Regierungen in Israel und diese haben zwar nicht so brutal gemordet, aber sie haben im Wesentlichen die Strukturen geschaffen, dass die Palästinenser einfach halt keine Rechte haben und nur die Alternative haben, ein Apartheid-Schicksal zu akzeptieren oder auszuwandern. Ja, in dem Sinn, lieber Norman, herzlichen Dank. Wir bleiben am Ball und wir geben nicht auf, weil wir davon überzeugt sind, dass das Recht auf unserer und auf der, vor allem auf der Seite der Palästinenser, des palästinensischen Volkes steht. Manchmal ist es halt sehr schwierig, dem Recht auch zum Durchbruch zu verhelfen. Daran arbeiten wir. Voll einverstanden, lieber Fritz, und auch dir herzlichen Dank. Bis auf Nach bald. Wien. Bye bye. Tschüss, servus.